Ist der Sonntag? Ja, schon. Ja, ich hab auch was. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt auf meinem Kanal. Hell Architect ist jetzt offiziell auf Steam erschienen und da dachte ich mir, ich mache mal ein kleines Angezockt, weil ich den Key zur Verfügung gestellt bekommen habe. Vielen Dank an dieser Stelle an die Entwickler. Und ja, wir haben das Spiel schon mal vor einer Weile, glaube ich, auf Twitch schon mal angezockt, ganz kurz. Hell Architect ist so ein bisschen so wie Oxygen Not Included vom Aufbau her. Also, wenn wir das Spiel gleich starten, dann werden wir schon sehen, hey, da gibt es ja schon gewisse Parallelen. Nur, dass wir uns hier, dass wir nicht das Problem des mangelnden Sauerstoffs haben, sondern hier haben wir tatsächlich, ja, eine Hölle aufzubauen. Eine standesgemäße Hölle aufzubauen, um die Leute hier zu quälen und Dinge zu tun. Ja, ich habe schon das Tutorial schon durchgespielt und ich dachte mir, wir werden mal mit der Kampagne starten, mit den Szenarios. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Prolog, da könnten wir vielleicht mal reingucken. Du hast eine erste wirkliche Aufgabe vor dir. Belzebub will ein Denkmal und er wird es bekommen. Wenn du so anfängst und sagen, Probleme geben, du wirst es schaffen oder nicht. Alles klar, los, dann bitte dich um Hilfe. Frank, bitte dich um Hilfe. Ja, siehst du, ne? Also Frank an dieser Stelle. Der rote Faden, ne, der rote Faden. Frank ist hier anscheinend irgendwie der Höhlenverwalter oder Vorarbeiter, keine Ahnung, standesgemäß. Und ja, also Frank muss es in jedem Spiel geben. So, wenn du das bitte kümmere dich um seine Abwesenheit. Ich werde mal Lichtprobleme spielen, weil Lichtprobleme, oder warte, was gibt's hier noch so Schönes? Du hast keine Zeit mehr für ein langes Spiel. Du suchst nach echten Herausforderungen. Szenarien sind genau das Richtige für dich, speziell entworfene Ereignisse ermöglichen es dir, in die Hölle zu kommen, selbst wenn du keine Zeit für mühsame und langfristige Entwicklung oder des Imperiums hast. Wobei ich jetzt gerade mal überlege, ich meine, so zum ersten Zeigen wäre es, glaube ich, ganz praktisch, wenn wir doch eher vielleicht in Sandbox reingehen. Würde ich mal fast sagen, um das Spiel einfach mal so zu zeigen. Sandkasten. Wähle deinen Schwierigkeitsgrad. Himmel. Bergbau bringt mehr Ressourcen. Die Bedürfnisse der Sünder sinken langsamer. Der Neuling-Modifikator für neue Sünde dauert länger. Mit anderen Worten, weniger Sorgen, mehr Spaß. Hier fängt es an, in der Hölle heiß zu werden. Okay, machen wir mal Normaltempo. Machen wir mal das mittlere. Machen wir mal das mittlere. So. Und wir starten. Und wie ich schon gesagt habe, Sandkasten. Wir fangen bei 0 an. Ich gehe mal auf Pause, dann zeige ich euch erstmal das ganze UI und dann, was wir so ganz grob machen müssen. Ob es ein Ziel gibt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das wurde noch nicht auch im Tutorial auch noch nicht so wirklich erwähnt, ob es einfach ein Ziel gibt oder ob man da halt hier wo sich hin düdelt. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt einmal das UI einmal durch, damit ihr so ganz grob wisst, worum es hier halt geht. Ich meine, so den Start, den kennt man vielleicht von Oxygen Not Included. Man hat hier halt ein Portal. Hier kommen halt auch neue Sünder an. Und hier sieht man ja auch Zeit bis zum nächsten Sünder sind 9 Minuten und 55 Sekunden. Da kriegen wir den nächsten Sünder. Ja, fangen wir einfach mal an. Es gibt einfach die üblichen Ressourcen, so wie oben. Es gibt Metall, es gibt Dreck, also das ganze Braune hier. Es ist also jetzt nicht so wie bei Oxygen Not Included, wo man noch 30 verschiedene Ressourcen hat. Weil man hat hier Metall, man hat Dreck, man hat Kohle, blaue Kristalle leiden, Essenz, grüne Kristalle essen, trinken, Inhaltsstoffe. Inhaltsstoffe weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Okay, Inhaltsstoffe, das ist die Sachen, die man, glaube ich, verarbeiten kann, die Rohstoffe quasi. Okay, Metall ist, glaube ich, klar, Dreck ist, glaube ich, klar, Kohle ist, glaube ich, auch klar. Blaue Kristalle, grüne Kristalle. So, man sieht hier, hier sind grüne Kristalle und auch blaue Kristalle. Irgendwo sind hier auch blaue Kristalle. Die sind halt blau. So. Was hat es mit den Kristallen auf sich? Also mit den grünen Kristallen kann man forschen. Ja, das heißt, ihr könnt dadurch neue Gebäude erforschen und mit den blauen Kristallen kann man diese eben halt betreiben. Ne? Also wir brauchen letztendlich beides. Dafür brauchen wir natürlich dann so eine Kristallraffinerie. Das müssen wir dann aber auch alles erstmal bauen. Gucken wir uns gleich an. Essen ist, glaube ich, auch klar. Essenz. Ja, was ist Essenz? Essenz benutze LMT auf einen Sünder, um sie zu sammeln. Genau. Also wir können ja zum Beispiel hier jetzt auf den Sünder raufgehen. Und dann
Heißt es hier zum Beispiel Augen ausstechen, verbrennen, was steht hier? Parasitenbefall, Aufspießen und Stromschlag. Das heißt, wir können den opfern. Also das, was wir sonst bei Oxygen Not Included, gehen wir nochmal auf Pause, was wir sonst bei Oxygen Not Included, nicht so ganz freiwillig gemacht haben, das machen wir hier tatsächlich freiwillig. So sammeln wir die Essenz, weil wir diese Essenz eben halt brauchen, um auch gewisse Sachen zu bauen oder zu nutzen. Das Lustige ist, man kann halt später eben diese Sünde auch wiederholen durch ein Limbo. Wir gehen aber gleich sonst nochmal die ganzen Gebäude durch. Ich will hoffen, dass die gleich angezeigt werden, dass wir das eben mal sehen können. Dafür kriegen wir halt die Essenz. Und Leiden kriegen wir eben halt durch das Foltern, steht auch durch das Foltern von Sündern. Ne? Also da gibt es verschiedene Varianten. Da gibt es da eben dann halt auch Foltermaschinen, die halt Blut absorbieren oder die halt irgendwas mit Feuer zu tun haben, die halt eben halt die Leiden der Sünder entsprechend berücksichtigen, kann man ja schon fast sagen. Hier gibt es einmal die Benachrichtigung. Gut, was es hier alles so gibt momentan. Filter, da kann man Filter nach Benachrichtigen filtern, okay. Aktionsreihe, das ist dann halt diese Prioritätenliste. Wenn wir zum Beispiel, ich kann das ja mal machen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt mal graben, so zack, wir machen das mal jetzt mal graben und gehen jetzt zum Beispiel auf Aktionsreihe, dann seht ihr hier, das ist Standard 5. Wenn ich jetzt mit links klicke, kann ich die Prio erhöhen, mit Rechtsklick kann ich die entsprechend wieder runtersetzen. Ne? Also sowas, wie gesagt, wie ihr das bei Oxygen Not Included eigentlich auch schon gesehen habt. So, dann haben wir hier die Population. Die Population, das sind eben halt alles unsere Sünder. Auch hier gibt es natürlich einmal, abgesehen vom Bild und den Namen, weiß nicht, kann man die sogar benennen? Die kann man, mal gucken, ob man die noch benennen kann. den Status, Bedürfnisse, Fähigkeiten, Modifikatoren, kann man eigentlich, gibt es überall Tooltips, kann man sich alles lesen, durchlesen. Nichts ist schrecklicher für den Sünder. Er erfüllt sich voller Energie, weil alle seine Bedürfnisse erfüllt sind. Wenn man das in der Folter einbringt, kann er 300% des Basisleidens leiden. Benutze das, es wird nicht lange so bleiben. Okay, wahrscheinlich nicht, nee. Also Modifikatoren gibt das. Dann die Schlange, das heißt dann eben halt, was für eine Arbeitsschlange er hat gerade, was die er gerade hat, ob er irgendwo was abbaut oder irgendwo gerade gefoltert wird oder irgendwas, das steht dann halt da. Eigenschaften. Hier steht dann, du bekommst einen besonderen Bonus, indem du diesen Sünder einer Folter mit Kältemerkmal zuordnest. Na, deswegen muss man eben so ein bisschen gucken, was hast du für Foltermaschinen, wie willst du halt die Person foltern? Was für ein Sünder ist das? Und Limbo, das ist das, was ich vorhin sagte. Das ist natürlich gesperrt momentan, weil wir A, kein Limbo haben und B, eben noch keinen umgebracht haben. Aber auf diese Art und Weise kann man eben halt dann diverse Sünder auch wieder zurückholen. So, zum Beispiel. Ne? Und hier gibt es nachher, das wird hier nicht angezeigt darunter, es gibt nachher die Möglichkeit, so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so eine Fähigkeitsgebäude zu bauen. Mal gucken, vielleicht wird das hier gleich unten angezeigt unter den Spezialgebäuden. Da kann ich tatsächlich auch priorisieren. Hier zum Beispiel sehen wir ja, dass Tamar, gerade was das Graben angeht, besonders talentiert ist. Da würden wir also auf grün gehen, sodass wir eben das Talent von Tamar ausnutzen würden, dass sie halt besonders schnell graben kann oder besonders effektiv graben kann. Ne? Das wäre eben das. So, dann gibt es hier die Filter. Das ist einmal Licht, Dekoratives, Legenden und Teufel. Licht, da kann man halt sehen. Gut, und dann sieht man halt hier, ja, das ist als Licht markiert. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Ne? Also da kann man halt auch markieren, wie das halt mit der Dekoration aussieht, mit Legenden und so weiter. Gerade Legenden. Legenden ist nachher witzig. Wenn man hat nachher die Möglichkeit oder die Chance, dass man bei gewissen also wenn jetzt neue Sünder spawnen, dass es eine Legende ist. Eine Legende, das können halt Figuren sein, das können Charaktere sein, die die Geschichte maßgeblich beeinflusst haben. Ich habe zum Beispiel ein Tutorial, war das Billy the Kid? Ich glaube, Billy the Kid war das. War das zum Beispiel, ich denke mal, gibt es nachher auch solche Leute wie Nero, ich weiß nicht, ob auch ein gewisser Diktator vielleicht nachher noch dabei ist, ich weiß es nicht. Kann ich mir aber ganz gut vorstellen, weil, ich denke mal schon, dass er da an der Stelle unnötigerweise würdig wäre. Teufel, das sind sozusagen, das sind quasi Vorarbeiter, die Produktivität der Sünder entsprechend positiv, also zumindest aus unserer Sicht aus, positiv beeinflussen können. Das gibt also zum Beispiel einen Teufel, der die Arbeitsgeschwindigkeit zum Beispiel oder die Bewegungsgeschwindigkeit der Sünder erhöht und so weiter und so fort. Das sehen wir hier, aber natürlich kann ich euch das jetzt noch nicht zeigen, weil wir jetzt noch gerade am Anfang sind. Auswählen ist klar, graben ist, glaube ich, klar, bauen ist klar, zerlegen ist klar, da können wir Strukturen zerlegen, annullieren, können wir Sachen eben halt annullieren. Ne? Wir gehen jetzt mal auf bauen, das ist, glaube ich, das Interessante. Und hier gibt es eben halt die Sachen, die wir momentan bauen können. Folterungen. Ja, da gibt es die eiserne Jungfrau. Und da zum Beispiel, da sieht man auch
was für Effekte die haben. Das ist zum Beispiel für Blut ganz gut. Dann haben wir Bart der Könige. Siedendes Öl erwartet dich. Das bedient gerade Feuer. Dann haben wir hier nochmal Blutstretching garantiert. Das ist einmal die Streckbank. Den Ofen haben wir hier auch nochmal Feuer. Hier können wir nochmal runterklicken. Da gibt es dann den Kühlschrank, die laute Musik, das Richtrad, eiserner Stier, Betonschuhe, Katapult, Zahnarzt, Waterboarding, elektrischer Stuhl, Blutadler, ach du Scheiße, Zwiebelschneiden, Pranger gibt das hier, es gibt den endlosen Fall, Vorspiel, Spinnenbehälter und so weiter und so fort. Also das ist, da gibt es schon einige, aber ihr seht schon mal, das kostet ganz schön viel. Hier steht natürlich, was wir brauchen. Wir brauchen hier 40.000 Leiden, wir brauchen hier 8.000 Dirt, 35 Kohle und 25 Metall. Also das ist eine Ausnahme, abgesehen davon, dass wir es noch recherchieren müssen. Wir müssen es eben noch forschen. Okay, ich weiß jetzt gar nicht. Das müssen wir auch recherchieren, bauen. Die beiden können wir schon bauen. Also für Feuer können wir schon mal schon was machen. Und für Blut können wir schon was machen. Werden wir auch gleich starten. Das wäre das. Die Basics bauen, ja, gibt das natürlich Leitern. Es gibt hier diese Bodenfragmente. Das sind also einfache Bodenplatten. Dekorative Leiter gibt das. Dafür brauchen wir 14 Dirt. Hier brauchen wir nur 8 Dirt. Okay, die ist einfach nur Steuerer. Eine Stachelleiter gibt das noch. Dafür brauchen wir insgesamt nochmal 10 Leiden. Ich weiß nicht, ob man die nachher aufwerten kann, aber das, hier sind wir wieder in der Recherche drin. Was gibt das hier noch? Scherbenplattform. Ich hoffe, dass man das nachher aufwerten kann. Dreck, ich weiß nicht, wofür das gut ist. Bewegung steht hier drauf. Ja gut, da können wir wahrscheinlich dann notdürftig mal Plattform setzen, falls mal nichts anderes geht. So, dann haben wir natürlich Essen. Wir müssen unsere Sünder natürlich auch ernähren, weil das Ding ist nämlich, ich hatte euch ja gesagt, wir haben ja hier Bedürfnisse und desto besser so ein Sünder genährt ist, sage ich mal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vorhabe, die Sophia zu opfern, dann sollte hier möglichst alles grün sein, weil dann wirft sie ganz besonders viel Essenz ab. Ne? Das ist der Hintergrund. Desto schlechter, also desto besser der Zustand der Sünder ist, desto mehr Essenz kriegt man raus. So, und dann gibt es natürlich dann noch verschiedene Sachen hier zum Beispiel. Essen müssen sie natürlich auch. Da gibt es hier diverse Menüs zum Beispiel. Stinkender Schleim. Zur Produktion brauchen wir dafür eine Fleischfarm, einen Kessel letztendlich und einen Trog, damit sie sich ernähren können. Und das baut sich eben entsprechend auf. Ein einfaches Mal, da brauchen wir eine Fleischfarm für eine Champignonfarm, eine Feldküche und einen Foodtruck. Leckeres Mal, da gibt es eine Champignonfarm, Kartoffelfarm, Küche, Kantine. Göttliches Mal ist Wurzelfarm, Tierzucht, Küche des Chefs, Küchenchefs und Restaurant. Na, also da gibt es schon einiges. Müssen wir aber auch wieder alles recherchieren. Ich denke mal, gut, wir kommen hier, Recherche müssten wir, okay, das heißt, wir kommen sowieso nicht über stinkenden Schleim gerade hinaus. Das wäre erstmal das Essen. Trinken, genau das gleiche Spiel im Prinzip. Da haben wir auch eine gewisse, hier steht ja auch zumindest immer, wofür was da ist, ne? Produktion, Verarbeitung, Versorgung. Das heißt, wir brauchen eine Latrine, wir brauchen eine Wasserpresse. Und letztendlich dann eben halt ein Metalleimer, wo sie sich draus ernähren können. Sehr gut. Na, und dann gibt es ja nachher noch verschiedene Sachen. Ach, guck mal hier. Gibt's ja alles. Wodka. Wodka kann man ja auch machen. Wasserreiniger, Kartoffelfarm, Destillerie und Mörderhölle. Mörderhöhle, Entschuldigung. Mörderhöhle. Ach du Scheiße. Okay, das ist wahrscheinlich dann einfach nur die Kantine. Ne, Kantine kann man nicht sagen. Hier, so eine kleine Kneipe. So, dann trinken. Dann haben wir halt die Erholung. Da gibt es dann halt hier auch dann eine Pappbox. Gibt das hier Recherche. Das Bett, das müssen wir schon recherchieren. Dafür brauchen wir eben die grünen Kristalle. Ergo eine Forschung. Einen Sessel haben wir hier. Eine Ruhekammer und so weiter. Ach, was sind denn nur die vier? Okay, gut. Na, wir brauchen ja auch keine Erholung in der Hölle. Na, wir wollen mal so ein bisschen. Ne? Dann gibt es die Spezialsachen. Da wird es nachher interessant tatsächlich. Richtig interessant. Wir haben hier die Wasserpresse. Was ist eigentlich die Wasserpresse? Ja gut, Wasserpresse ist nicht ganz richtig. Das ist tatsächlich diese Kristallraffinerie ist das eigentlich. Also hier und da ist auch das eine oder andere, man sieht es auch hier noch nicht ganz ins Deutsch übersetzt und auch nicht richtig ins Deutsch übersetzt. Mal gucken, vielleicht mache ich mir sogar die Mühe und werde das eine oder andere mal einsenden. Vielleicht gibt es da ja noch Bedarf. Dann gibt es eben die Research Stones. Also wir müssen eben halt einmal das hier bauen. Das müssen wir bauen, damit wir überhaupt Kristalle abbauen können. Zumindest erstmal die grünen. Dann müssen wir es upgraden, das zeige ich euch auch gleich noch. Und dafür brauchen wir eigentlich nochmal 100 Leiden. Dann haben wir hier die Research Stones. Damit können wir dann tatsächlich Sachen erforschen. Also hier brauchen wir es zum Abbauen, hier brauchen wir es zum Erforschen. Wall of Legends, dann damit holen wir uns nachher die Chance, Legenden zu holen. Dann ist es das Hellployment Center. Das ist das, was ich sagte. Damit können wir priorisieren, welche Arbeitsaufgaben die einzelnen Sünder machen können. Gong der Vorhölle, damit weiß ich jetzt, muss ich mir kurz überlegen.
Bong der Vorhölle, was war das jetzt noch? Bong der Vorhölle, das hatte ich mir auch immer das Tutorial erklärt, weiß ich jetzt gerade nicht. Hit the Sinners will answer again. Ah, weiß ich jetzt gerade nicht. Was war das? Bong der Vorhölle. Weiß ich jetzt nicht. Dann gibt es hier das Beschwörungsportal, da kommen die Teufel raus. Das weiß ich jetzt nicht, das ist neu. The Vault, das ist ja eben halt ein Tresor. Den brauchen wir. Es gibt hier auf der Karte eventuell Artefakte. Und die kann man auf die Art und Weise da einsammeln. So, die Artefakte haben auch verschiedene Funktionen. Die haben, da muss man natürlich auch einen gewissen Blutpreis für zahlen und einen gewissen Kristallkreis Preis für zahlen, um deren Funktion auszunutzen. Das hängt natürlich dann vom Artefakt ab. Ich weiß nicht, ob wir hier spontan vielleicht mal irgendwo ein Artefakt sehen. Vielleicht sehen wir hier was oder auch nicht. Ihr seht, das ist, ja. Mal gucken. Man kann sich auch ein bisschen schneller bewegen. Ups, das wollte ich nicht. Ein bisschen schneller bewegen. Ob man hier vielleicht irgendwo schon mal ein Artefakt sehen kann. Vielleicht spawnen die auch erst im Laufe der Zeit. Das weiß ich natürlich nicht. Das kann auch ganz gut sein. Dass man das erst sehen kann, wenn man eine Vault gebaut hat. Das ist nämlich gut möglich. Auf jeden Fall war das irgendwie im Tutorial, war das ein Skarabäus. Ich weiß gar nicht, was der für eine Funktion hatte. Ich glaube, schneller arbeiten oder sowas. Oder dass man den Limbo bauen konnte. Ich weiß nicht, irgendwie sowas war das. So, dann haben, was haben wir denn hier noch schon? Den Vault haben wir da. Hell Market. Achso, ich glaube, das ist dann Gong der Vorhölle. Das müsste es eigentlich sein. Das müsste das mit dem Limbo sein. Wenn wir das gebaut haben, dann können wir dann eben entsprechend die Sünder wieder zurückholen. So, dann gibt es natürlich noch Dekorationen. Dann gibt es normale Dekorationen und dann Dekorationen mit Licht beispielsweise. Diverses. Welcome to Hell. Ja, geil. Können wir sogar bauen. For everyone who loves Hell so much, they have to share with the world. Graffiti. Retro. Nicht schlecht. Ja, wofür sind die Sachen gut? Dekorationen haben dann eben halt auch, also Licht zum Beispiel ist halt gut, da halten halt die Sündiger halten länger durch, aber man kriegt eben halt weniger Leiden. Das heißt, wenn du jetzt halt eine Fackel direkt neben eine eiserne Jungfrau packst, dann kriegst du halt weniger Leidenspunkte, aber der Sündiger hält dann länger durch. Also das muss man so ein bisschen abwägen. Bei solchen Sachen wie Totenkopf, da sind zwar die Leiden höher, aber das Ermüden der Sünder ist insgesamt Sinn. Ne? So. Okay, ich würde sagen, wir starten mal, Gau. Wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen erstmal ein bisschen Material. Ich würde sagen, wir bauen erstmal nach links und rechts, erstmal schön graben, alles hier schön. Einmal links und rechts, also weggraben, den ganzen Schmodder. Und dann bauen wir gleich ein paar Plattformen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob die da jetzt so dran vorbeikommen. Da werden sie wahrscheinlich so nicht dran vorbeikommen. Ich weiß auch nicht, warum ich zwei hochbaue. Normalerweise reicht eins hoch auch komplett aus. Aber ich bin irgendwie so. Das ist irgendwie so ein Oxygen Not Included Ding, dass ich da irgendwie. Immer zwei hochbaue. Zumindest hier, ich weiß nicht. Das mache ich immer irgendwie. Ich muss da immer so ein bisschen Platz haben. So, das heißt, wir würden jetzt erstmal anfangen, gleich die ersten zwei Foltermaschinen zu bauen, sodass wir eben schon ein bisschen an Leiden kommen. Und dann können wir da vielleicht schon das eine oder andere bauen, dass wir die Forschungsstation kriegen, dass wir die Kristalle abbauen können. Das wäre auf jeden Fall wichtig, weil wir die Kristalle natürlich brauchen, um weiter zu forschen überhaupt. So, Gramm bauen. Wir brauchen Folterung. So, Glück. So, bauen, Recherche. Dann bauen wir mal zwei Sachen. Wir müssen auch ein bisschen die Ernährung gleich mal gucken. Ich würde sagen, wir bauen direkt gleich hier, vielleicht mit einem Abstand gleich mal das mit auf. Und auch gleich. Ach, guck mal, da fehlt uns nämlich Eisen. Siehst du, da fehlt uns nämlich Eisen. Vielleicht sollten wir hier nochmal so einen Steg runterbauen. Können wir das auch gleich nochmal nutzen? Vielleicht hier so. Graben. Lass uns gleich mal ein bisschen Eisen organisieren. So. Wollte ich das? Ach ja, natürlich war da, glaube ich, Eisen, ne? Ja, okay. Graben bauen, dann machen wir jetzt mal. Uns fehlt immer noch Eisen 20. Kohle, habe ich gar nicht gesehen. Kohle, ich dachte, das wäre Eisen gewesen, das war daneben. Aber Kohle kriegen wir gleich auch irgendwie. Bauen uns hier jetzt mal durch. So. Also, ihr seht schon von der Grundstruktur eben halt so wie Oxygen Not Included. Natürlich nicht so weit reichen wie Oxygen Not Included. Also, nicht so, dass man jetzt hier
verschiedene Klimazonen hat, verschiedene Ressourcen hat. Jetzt mal abgesehen von den drei Standardressourcen oder den Kristallen, das ist ja doch recht überschaubar. Und gut, okay, man muss natürlich dann auch sehen, dass man die Versorgung natürlich noch baut. So, lass uns mal gucken, was die als erstes brauchen. Die brauchen erstmal WCs, okay. Wollen wir hier unten sonst gleich die WCs hinbauen? Das macht, glaube ich, Sinn. Graben, Erholung, Spezial, Basics. Das war nicht hier, das war Essen. Trinken war das, glaube ich. Das heißt, wir brauchen schmutziges Wasser. Wir brauchen Latrinen. So, bauen. Ich baue mal zwei Latrinen. Da sollten eigentlich unsere kleinen Sünder, sollten da eigentlich auch automatisch raufgehen, hoffe ich zumindest. Sollten sie zumindest so bauen. Und wir machen mal 2, 2 und 2. Basic trinken. So, dann brauchen wir auf jeden Fall die Wasserpresse. Brauchen wir noch einen von. Und dann brauchen wir noch einen Wassereimer. So. So, hier ist es jetzt zum Beispiel. Man kann das halt anklicken. Und hier sieht man, was man machen kann in Arbeit. Da kann man die halt dann auch wegschalten, deactivated. Da kann ich im Sünder kann ich zuordnen. Basiswert 10 pro Zyklus. Ich denke mal 10. Genau, das ist 10 Exkremente pro Zyklus. Ein Zyklus dauert 10 Sekunden. Es dauert also 10 Sekunden dann halt, ich denke mal, ein Stück Kaka zu machen. Und dann gibt es hier eben halt auch noch das Upgrade. Leiden brauchen wir dafür 150. Upgrade können wir eben halt machen. Dann können wir entsprechend, ihr seht ja selber, was passiert. Da kriegen wir halt 20 Exkremente raus. Also wir können das eben halt auch entsprechend upgraden. So, mal gucken, ob wir da schon mal einen Sünder raufsetzen können. Wer hat Stämme? Wir müssen dann mal auf Klo eigentlich alle. Können wir hier, zack, mal gleich akquirieren. So. So, und jetzt haben wir die Mädels auf dem Logos. 10 Exkremente. Siehst du, pro Zyklus haben wir jetzt 10 Exkremente. Jetzt könnten wir hier sagen, können wir aus den Exkrementen machen wir dann Zeug. Und dann irgendwann können die sich hier draus ernähren. Also, dass wir dann hier halt Wasser haben. Das gleiche machen wir jetzt nochmal eben für Essen. Wir brauchen eine Fleischfarm, einen Kessel und einen Trog. Wollen wir das auch gleich hier mit hinbauen oder wollen wir es hier oben mit hinbauen? Hier oben würde ich eigentlich gerne so Forschung und den ganzen Krams hinbauen. Ja, wir können das auch hier hinbauen, das ist eigentlich wurscht. Und lass uns das mal hier hinbauen. Auswählen, bauen, essen. So, dann brauchen wir noch einen Kessel, den setzen wir auch direkt mal daneben. Bauen, essen und den Trog. Dafür brauchen wir allerdings wieder Kohle. Okay, mal gucken, ob das gleich an Kohle... Ah, Kohle müssen wir gleich noch organisieren. Das kriegen wir aber hin, das ist kein Problem. So. Graben. Gucken wir da vielleicht sonst mal rein. Brauchen wir schon die Fleischfarm. Auch die können wir natürlich aufwerten. Brauchen wir dafür. Leiden 50, Kohle 15. Also Graben bauen. Wollte ich nochmal das setzen. Keine Ressourcen. Ja gut, können natürlich keine Ressourcen sein, logisch. Bauen, essen. So. Hoch haben wir hingebaut. Graben können wir auch mal so ein bisschen so. Und dann können wir gleich schon mal ein bisschen foltern, würde ich sagen. Damit wir mal ein bisschen Leiden rankriegen. Bauen. Wo hatten wir denn die Folterung? Folterung, wir brauchen nochmal Kohle 20 Mal. Gut. Ich weiß gar nicht, man kann, glaube ich, nicht... man kann es leider nicht hier unten... Das finde ich ein bisschen schade, ganz ehrlich gesagt, dass man das im Nachhinein nicht bauen kann. Also man müsste das wieder abbauen und dann könnte man solche Plattformen setzen. Gut, wir sind natürlich auch nicht gezwungen, solche Plattformen zu setzen. Aber es sieht, finde ich, so ein bisschen schöner aus. Sieht so ein bisschen mehr nach Hölle aus. Außerdem sind hier ja Ressourcen drin. Dürfen wir auch nicht vergessen. So, Graben. So, ich glaube, die... Unsere Sünder können auch 4 hochgraben. Das sieht man gleich ganz schön. Jetzt sind sie normal am Hacken, aber wenn sie zum Beispiel hier oben hin müssen, ich kann das ja mal machen, graben. Ich werde mal ein bisschen mehr graben. Ich werde mal alles hier weggraben. Dass sie nämlich gleich nämlich auch die Schaufeln verlängern. Gut, jetzt kommen sie da natürlich direkt drauf. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Da kommen sie natürlich ganz easy peasy ran. Zwei Fleisch. Siehst du, haben wir zwei Fleisch produziert. Hier fehlt natürlich einmal Personal. Emily haben wir jetzt mal akquiriert. Die wird dann gleich ein bisschen... Was produziert sie überhaupt? Schlamm, Schleim? Stinkender Schleim. Ja, genau. Stinkender Schleim. Das ist nachher hier drin und dann können sich nachher unsere...
Sünder schön von der Nähe. Geil. So, dann können wir nochmal bauen. Basics. Zack, zack, zack. So, da sieht man das schön, dass sie die Schaufel einmal verlängern, damit sie oben auch rankommen. Das ist also ein bisschen entspannter, nicht so wie bei Oxygen und Chlor. Also Oxygen und Chlor geht natürlich da mehr so in die Tiefen mehr so rein. Was du hier natürlich nicht so hast. Aber ich glaube, das ist auch nicht so richtig gewollt. Und ich weiß auch nicht, was für was denn für Hell's Architect noch alles kommt. Ob da noch DLCs für kommen. Ob es da irgendwelche Upgrades geben wird. Ob es da irgendwie... Entschuldigung. Ob es da sowas wie Workshop-Artikel gibt, wie bei Oxygen. Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass das Spiel so sehr in die Tiefe gehen wird. Auf jeden Fall, ihr seht selber, ne, wir müssen die Kameraden hier leiden lassen, wir müssen bauen, wir müssen forschen, was sich eigentlich meistens durch die meisten Spiele durchzieht. So, können wir jetzt mal so ein bisschen was foltern? Ja, können wir. So. So, wir haben keinen Sünder frei, das ist natürlich, doch, jetzt können wir ein bisschen, da. Da wird ein bisschen gefoltert und wir kriegen gleich... zwei Leiden. Siehst du, haben wir zwei Punkte Leiden haben wir dazu gekriegt. Ich zeige auch das mit der Essenz gleich nochmal. Aber es ist ja auch nur ein kleines Angezockt. So, Zeit bis zum nächsten Sünder. 4 Minuten 30. 8 Leiden haben wir schon zusammen. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt gestern gerade Elektrizität? Tamar, ne, Moment, das macht ja, glaube ich, keinen Sinn, was wir hier gerade tun. Emily, nehmen wir mal gerade raus. Tamar, das müsstest du sein, ne? Dich können wir auch direkt reinziehen. Weil Tamar hat nämlich die Blutfähigkeit. Das ist nämlich Tamar. Deswegen macht es hier am meisten Sinn, wenn wir Tamar dafür nutzen. Und wer ist denn Bart der Könige? Wer will denn verbrannt werden? Wer mag denn Feuer? Feuer ist Tiffany. Klicken wir mal an. Tiffany. Das ist Tiffany. Tiffany möchte es am Trog. Tiffany ist am Trog. Können wir gar nicht ziehen. Weil sie am Trog ist. Das ist aber scheiße. Okay. Lassen wir sie jetzt mal ein bisschen naschen. Dann kann sie gleich auch ein bisschen mehr leiden dafür. So, guck mal, jetzt ist Tiffany fertig. So, Tiffany. Können wir eigentlich den Namen ändern? Können wir nicht? Schade. Das hat das Spiel wahrscheinlich extra so gewollt, dass wir das nicht können. Modifikatoren, so. Was willst du? Arbeit im Gebäude ist in der Warteschlange. Ah, nee. Wir wollen jetzt ein bisschen foltern. So, zack. Ein bisschen foltern. Wir brauchen Leidenspunkte. So. Dann würde ich sagen, machen wir sonst auch gleich mal... Wir können natürlich gleich nochmal Betten machen. Vielleicht machen wir die doch hier oben. Ich glaube, ich mache die doch hier oben. Bauen. Basics. Erholung. Wir brauchen ein bisschen Erholung. Wir brauchen noch ein paar Betten. Ich baue es mal... 3 Stück. Wie viel haben wir insgesamt? 5? Ja, dann bauen wir erstmal 3 Stück. Muss es mal reichen. Die sind ja nicht alle ständig am Pennen, sondern die wollen sich ja noch mal zwischendurch ein bisschen erholen. So ein schöner, leckerer Karton. Dann muss es mal reichen. Essen fehlt. Ja, okay. Keine Ressourcen. Haben natürlich ein kleines Problem. Graben. Und hier noch mal ein bisschen graben. Und dann machen wir vielleicht mal 1-2 Fleischfarmen noch dazu. Das werden wir ein bisschen Reserve haben. Hier wird schon fleißig gefoltert, so sieht's aus. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, weil die nämlich gerade gefoltert werden. Die gehen nämlich dann hier von den Werten auch entsprechend runter. Man sieht das natürlich dann auch. Wird hungrig, ist, braucht ein bisschen Erholung, braucht ein bisschen Wasser, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. So, graben, bauen, essen, Fleischfarm. So, dann bauen wir noch 2 Stück von. Dass wir mal ein bisschen Reserve rankriegen. Keine Ressourcen, das ist schlecht. Können wir die hier schon upgraden? Können wir tatsächlich... Das ist gut. Können wir die auch gleich upgraden? Ne, da fehlt uns Kohle für. Okay. Aber die kriegen wir, glaube ich, auch gleich. So. Also immer schön kochen. Ein bisschen Material. Guck mal, da ist jetzt gerade jemand am Ratzen. Tiffany ist am Ratzen. Box. Basisobjekt, das zum Schlafen der Sünder verwendet wird, bis sie den gelben Zustand wieder erreicht haben. Dieses Gebäude verwendet einen Albtraum für die Produktion. Okay, gut. Ein Zyklus, 10 Sekunden. Okay, also ein Zyklus in 10 Sekunden und dann geht's wieder gleich ab in die Folter. So hört sich das. Ab in die Folter. So.
Wie schaut's aus in der Population? So, ja, ihr Emily müsste eigentlich mal... Geht die eigentlich automatisch aufs Klo? Können wir das auch upgraden? 150 Leiden, na, dann müssen wir noch ein bisschen verdoktern. Ja, dann brauchen wir eigentlich, müssen wir noch ein bisschen graben, würde ich sagen, ne? So, einmal uns mal hier ein bisschen durchgraben, zack. Jetzt mal schön fleißig graben. Wir brauchen Material. So, 10 Exkremente, also die gehen doch anscheinend zwischendurch mal aufs Klo, ich bin begeistert. So, wir brauchen Material. Wir brauchen Kohle, wir brauchen Metall, wir brauchen... Na, Dreck brauchen wir jetzt noch nicht so unbedingt. Haben wir genug, dass wir noch immer noch jemanden... Wer ist denn diesmal am Ratzen? Tamar. Okay, die muss ich auch ein bisschen ausruhen, ne? Weil wegen, ne? Foltern und so. Auch das graden wir mal ab. Da brauchen wir noch ein bisschen Kohle für. So. Na, Kohle wird noch einen Blick dauern. Hier oben haben wir gleich gerade Kohle. Okay, jetzt haben wir Kohle, jetzt müssen wir das auch upgraden können. Ja, immer noch nicht 15? Ich fehlen noch 4, ist unglaublich. Das kriegen wir gleich. 15. So, hier kann man auch mal gucken, ne? Essen kann man sehen, wir haben stinkender Schleim 45, Trinken haben wir schmutziges Wasser 30, funktioniert also auch alles. Inhaltsstoffe haben wir Exkremente 90, Fleisch haben wir 16. Also auch ein bisschen Reserve haben wir schon mittlerweile, das ist ganz gut. Noch 6 Minuten, bis der nächste kommt. Wo haben wir denn den nächsten Sünder denn? Ich habe noch gar nicht gesehen, den nächsten Sünder. Oh, Upgrade. Zack. So, können wir denn schon... Wir haben nur Leiden... Wo haben wir denn die Leiden verbraten? 54 Leiden haben wir erst? Was denn? Bauen? Spezial, wir bräuchten eigentlich Wasserpresse. Also wir brauchen 25 Essenz und einmal 100 Leiden bräuchten wir. 25 Essenz, da warten wir noch ein bisschen, würde ich sagen. Alle erstmal schön am Naschen, das ist gut. Keine Ressourcen. Ja, jetzt haben wir 3 Fleischfarmen, also so ein bisschen Fleisch müssen wir ja nun haben, so langsam. Sind die alle in Gange? Die sind da noch alle in Gange, sehr gut. Schon Eisen noch organisieren. Sehr schön. Du hast einen Sim verloren. Dein Sim verloren in seinen Verstand. Du kannst ihn zurück auf die Sim-Liste setzen. Bitte kümmere dich um deine Arbeit. Ja. Ja, also kommen wir hier zum Population. Wer ist denn hier vernibbelt? Vernibbelt ist... Warum haben wir gestern hier gestorben? Achso, Susan. Können wir natürlich noch nicht, aber die könnten wir später theoretisch wieder zurückholen. Baue den Limbo-Gong, um den Sünder zurückzubringen. Ja, genau. Das könnten wir nachher machen. Susan hat den Verstand verloren. Ja, okay, weil sie alle 3 auf 0 hat, ist natürlich blöde. Sophia. So, Sophia müssen wir so ein bisschen... Sophia muss mal auf Klo und sie muss was trinken. Ach, Sophia ist schon auf Klo, alles klar. Okay. Wir gehen hier noch bis... Ne, 100 brauchten wir, ne? Ich gehe mal kurz mal da runter. Wir graben. Was wollen wir? Spezial. 25, also Essenz. Essenz. Wir brauchen Essenz. Du wirst bald sterben. Okay, wer ist denn noch besonders gut drauf? Besonders gut drauf ist die Olivia. Die gönnen wir uns mal. Olivia. Olivia. Ach, da bist du. Okay. Dann machen wir mal einen Rechtsklick drauf. So, wie wollen wir sie denn sterben lassen? Stromschlag, Augen ausstechen, verbrennen, Parasitenbefall oder aufspießen. Wir machen das jetzt mal ganz anders. Dann ziehe ich erstmal ein bisschen hier hin. So, dann können wir uns das gleich mal genauer angucken. Stromschlag, aufspießen, Parasitenbefall. Mal ganz. Ja, wir müssen noch mal so ein bisschen. Augen ausstechen ist natürlich ganz schön gemein. Parasitenbefall ist auch fies. Ich würde mal sagen, wir machen mal aufspießen. Ja. Nicht so angenehm, sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als wenn sie es genießen würde. Wir kriegen 70 Essenz. Da kommt der Aufräumdienst. Sehr schön. So, und dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen Essenz. Und die können wir nachher aber, wie gesagt, wiederholen. Ne? Also nicht die Essenz, sondern den Sim. Unseren Sünder. So, jetzt können wir bauen. Jetzt können wir nämlich sagen, wir bauen uns nämlich eine Raffinerie. Und mit der Raffinerie... Die Raffinerie wollte ich nicht hier oben hin machen. Ach, wir machen nicht. So, wir bauen die Raffinerie hin.
Und dann können wir nämlich die Kristalle abbauen. Wenn wir die Kristalle abbauen, können wir schon wieder die nächsten Sachen erforschen und bauen und tun und machen. So, drei Leinen. Wie geht's eigentlich den anderen? Die gerade... Olivia? Achso, ja klar, die haben wir ja getötet. Emily, wer ist denn gerade in Folter? In Folter ist gerade Tamar. Der geht's noch verhältnismäßig gut. Wir müssen noch langsam ein bisschen pennen. Kann man das eigentlich hier... Folter in Warteschlange, das kann man hier nicht ändern. Okay. Oh, guck mal, sie freuen sich aber beide. Guck mal. Die sind eigentlich beide gut drauf. Wir wollen noch ein bisschen was essen, ein bisschen ausruhen, aber ansonsten geht's ihnen gut. So, was haben wir hier? So. Schwefelkristalle. Eine wichtige Ressource für die Entwicklung und den Bau von erweiterten Gebäuden. Die Kristalle sind... Was sind recht selten? Verwenden sie mit Vorsicht. Die Kristalle sind recht selten. Das sieht jetzt momentan hier nicht so aus. So, graben. So, jetzt können wir die nämlich auch abgraben, den Krams hier. Warte mal. Bauen wir jetzt gleich mal weiter. Ein bisschen tiefer. Graben. Naja, das haben wir natürlich da wieder falsch hingebaut. So. Aber auch Tamar werden wir mal so ein bisschen entlasten. Kann man ein bisschen was. Kann man ein bisschen bauen jetzt. Außerdem haben wir ja auch erstmal 144 Leiden. Zack. Jetzt haben wir, glaube ich, schon die ersten grünen Kristalle. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon, was wir jetzt noch schon bauen können. Ach, die können wir auch sofort bauen. Alles klar. Können wir auch bauen. Wall of Legends. Können wir bauen. Specializing. So, forschen wollen wir bauen. Okay, das, wollen wir das hier hinsetzen oder setzen wir das da vorne hin? Ich würde ja eigentlich ganz gerne hier ja, die Plattform bauen. So. So. Ja, und wie gesagt, wir können nachher erforschen. Diverse Sachen, ihr habt es ja gesehen, wenn wir jetzt hierbei sind. Wo wir nachher hier, ups, wo wir überall stehen haben, wir bauen, das geht alles komplett, das ist was anderes. Aber hier zum Beispiel Recherche, ne, da durch die Recherche können wir das halt erforschen, da können wir das Labor erforschen und so weiter und so fort. Die brauchen wir, wie gesagt, um überhaupt Kristalle abbauen zu können. Das brauchen wir, um Kristalle abbauen zu können und nachher die Forschungsstation, die wir als nächstes bauen. So, zack und zack und zack, bauen wir damit hin. Und dann bauen wir da gleich noch Special. Das zeige ich euch noch ganz, ganz kurz, ganz schnell. Und dann soll das fürs Angezockt auch erstmal reichen. Oh, da ist schon wieder jemand am Abnibbeln hier. Was ist da los? Upgrade. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen nur 150 Leinen für ein Upgrade. Okay. Ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt hier gerade an Leiden verlieren. Oder kommt das dadurch, dass wir das hier gerade gebaut haben? Das kann natürlich auch sein. Der ist nie so auf dem Schirm. So. Hier können wir also gucken. Steine untersuchen. Hier können wir also, ne, ihr seht ja selber, also durch die grünen Kristalle können wir dann halt jetzt Sachen erforschen. Das würde Sinn machen. Gut, wir können jetzt hier also eine Jungfrau, wir können hier noch weiter forschen. Bad der Könige, Kühlschrank, Fleischfarm, Champignonfarm. Feldküche, Kessel, Foodtruck, das können wir machen. Einfache Latrine. Kaffeemine? Was ist das denn? Kaffeemine? Kaffeemine Research. Ist okay. Kaffeemine, auch nicht schlecht. Wasserreiniger. Also ihr seht, man kann da eine ganze Menge machen. Betten kann man jetzt hier auch noch bauen. Komm, wir gönnen dir mal Betten. Geht das einfach so? Wie viel Kristalle haben wir? Achso, okay, wir haben nur 13, dann wird das natürlich nichts. Warte, dann bauen wir nochmal ganz kurz hier oben ab. Und das bauen wir ab. Und das, dann müssen sie eigentlich überall rankommen. Sonst müssen wir uns gleich hier mal durchbauen. So. Hier kriegen wir gleich noch ein paar Kristalle dazu und dann forschen wir noch ein bisschen. Dann sehen wir auch gleich, wie schnell das geht. So, Kristalle 16. So, drei grüne Kristalle. Wir forschen. Wir sagen, wir bauen ein Bett, wollten wir machen. Ne? Wir sind ja mal nett. Sind einfach mal nett und erforschen einfach mal die Betten. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt mal upgraden können. Das sehen wir auch gleich. Getränke, keine Ressourcen. Ihr müsst mehr kacken, Leute. Ihr müsst mehr kacken. Latrine.
Ihr müsst mehr kacken, Leute. Ihr müsst mehr kacken. Dafür müsst ihr eigentlich auch ein bisschen ein paar mehr Getränke haben. Na ja, gut. Hier wird schon wieder ordentlich gelitten. Das ist fein. So, jetzt können wir ein Bett upgraden. Geht das? Das können wir nicht upgraden. Verstehe. Können wir das dann zumindest rüberbauen? Erholung. Jetzt haben wir die Betten freigeschaltet. Können wir die einfach drüber setzen? Das geht nicht. Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich das Ding halt demontieren. Zerlegen. Die Dinger zerlegen. Und dann bauen wir da Betten hin. Erholung. Betten bauen. So. Zack, Betten bauen. Nicht genug Ressourcen. So, du bist am Abnibbeln. Wie schaut es denn überhaupt aus? Population. Also Susan ist schon tot. Das macht natürlich dann wenig Sinn. Wir brauchen mehr Wasser. Wir brauchen garantiert insgesamt mehr Wasser. Wir hätten mal ein bisschen mehr auf Richtung Wasser gehen sollen. Deine Sünde, warte mal. Du wirst das jetzt mal machen. Müssen. Keine Ressourcen. Wir müssen alle kacken. So, geht doch kacken. Du musst auch mal... Tiffany, du musst auch auf Klo. Ich sehe das doch. Du musst auf Klo. Wir brauchen mehr Ressourcen. Wir müssen es zum Kacken zwingen. So. Du musst auch auf Klo. Du bist dehydriert, du musst auf Klo. Definitiv. 10 Exkremente. So, Tiffany, mach mal Wasser bitte. Ich glaube, das können wir nachher dann auch entsprechend beschleunigen, indem wir sagen Spezial. Dafür brauchen wir aber dann insgesamt 500 Leiden. Das ist natürlich schon krass, 500 Leiden. Und 50 Essenz danach, ja. Oh Gott. Das sieht doch entspannt aus, oder? Also da müssen wir noch ein bisschen gucken. Vor allem, so richtig ausbalanciert ist es anscheinend noch nicht. Ich weiß nicht, ob das dann an mir liegt, wahrscheinlich eher. Es kann ja nicht sein, dass ich jedes Mal sage, so hier, ich muss jetzt mal die ganze Sünde auf Klo schicken. Die müssen schon selber auf Klo gehen eigentlich. Ja, das macht ja eigentlich auch nur Sinn, wenn man jetzt mal guckt, Population. Gut, die sind jetzt alle grün. Tamar müsste so langsam mal auf Klo. Wo ist Tamar? Tamar, das ist Tamar, die ist noch gerade am Saufen. Dass die mal auf Klo geht. Die ist die ganze Zeit am Saufen hier. Auswählen. Tamar. Geh jetzt mal auf Klo, Tamar. Du musst auf Klo. Also, wenn wir ein bisschen Wasser produzieren können. Und davon brauchen wir anscheinend auch mehr. Nun gut, aber soll jetzt auch erstmal fürs erste Mal reichen, dass wir erstmal das erste angezockt. Wir kriegen gleich schon wieder den nächsten Sünder. Das war so viel zu Hell's Architect. Wie gesagt, wie sich das Spiel nachher weiterentwickeln wird. Ich meine, es ist kein Early Access Titel, sondern ein Vollpreistitel. Was dann nachher noch kommen wird für das Spiel, ob es da noch irgendwelche Updates für gibt, irgendwelche DLCs, wie da die Planung im Allgemeinen aussehen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur so ein kleines Spiel für zwischendurch, was eigentlich auch gar nicht so eine große Ambition hatte, das weiß ich nicht. Da müsste ich mich dann nochmal belesen, wie das ausschaut. So macht das Spiel schon einen relativ soliden Eindruck. Also mal so für zwischendurch zocken ist das mal ganz okay. Wie gesagt, so die Tiefe bei Oxygen Not Included wird natürlich nicht erreicht. Aber für so zwischendurch mal so ein bisschen zum Daddeln ist das, glaube ich, ganz in Ordnung. Insofern finde ich das ganz nett, das Spiel. Mal gucken, ob wir das nochmal im Livestream vielleicht mal zwischendurch nochmal zocken werden. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es auch ein kleines Kurz-Let's Play oder so. Müssen wir mal sehen. Keine Ahnung. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Das war erstmal für das Angezockt. Und dann sehen wir uns demnächst bei einem neuen Let's Play. Vielleicht bei einem kleinen Mini-Let's Play von Hell's Architect oder bei irgendeinem anderen Let's Play. Sehen wir uns wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.